Wir kommen zurück bei Final Fantasy 7. Ging doch ein bisschen länger die Folge als gedacht. Aber wir sind in der Rostfaden gelandet. Also, ich komme auch alleine nach Hause. Ist ja nur eine leichte Verbrennung. Kommt gar nicht in Frage. Danke, Kumpel. Na, ist schon gut. Mir nach! Ob Jesse und Biggs schon zurück sind? Hm. Was dagegen, wenn wir bei ihnen vorbeischauen? Hm? Die wohnen gleich auf dem Weg. Okay. Das war ein merkwürdiger Schatten über den Rostfaden, oder? Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn ich du mich freue mich auf weitere Daten. Apropos die Daten, ich verstehe halt die hier nicht. Analyse zum Schockphänomen. Wende Spezialfertigkeit beim Gegner im Schockzustand an. Was sind denn Spezialfähigkeiten, bitte? Das gucke ich jetzt nach, sonst kriegen wir das nie fertig. Okay, ich habe mir gerade ein Video angeguckt, wie ich das hier fertig kriege. Ich bin gespannt, ey. So eine friedliche Nacht. Seht doch, seht! Die neuesten Zahlen für die erlegten Bestien. Hier wohnt Biggs. Scheint noch nicht zurück zu sein. Sieht so aus. Wahrscheinlich sind die wieder wild am Analysieren. Also, gibt nach jedem Einsatz so eine Art Nachbesprechung. Kann ziemlich hitzig dabei zugehen. Hätte ich nicht gedacht. Mach mir etwas Sorgen. Ach, egal. Dann lass uns mal zu Jesse gehen. Woher? Weil angeblich sollst du die Leiste oder den Schock zu sonst versetzen. Und dann mit einer Special-Angriff, das ist bei Cloud hier Rundumschlag, die Leiste aufladen. Ich bin ja mal gespannt. In diesem Wohnheim lebt Jesse. Aber Männer dürfen da nicht rein. Aha. Sie wohnt mit anderen jungen Schauspielerinnen zusammen. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Sicher nicht. Die anderen Mädels reden nämlich gern. Das ist in unserer Situation zu riskant. Fliegt die Sache mit Avalanche nicht auf? Niemals. Immerhin ist Jessie eine ziemlich gute Schauspielerin. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Was soll das heißen? Brauchst gar nicht so unschuldig tun. Männer haben da drin nichts zu suchen, sagte ich. Ist ja gut. Wusstest du von der geheimen Arbeit im Reaktor, die selbst Leute auf den... Morgen gehe ich nach Sektor 5. Na kommt, meine Kleinen. Kommt, kommt schon her. Wir haben Besuch. Die drei hier haben heute aufs Haus aufgepasst. Na dann. Danke fürs Nachhausebringen. Die Wunde, schmier was drauf. Wird gemacht, Kumpel. Hör bitte auf, mich so zu nennen. Keine Angst, meine Schnuckis. Der Cloud ist ein ganz lieber. Kutsch, kutsch, kutsch. Von hier aus seid ihr. Fein, wie brav ihr seid. Auch stehende Belohnung. Mal gucken. Wusstest du von der Geheimarbeit? Da bist du ja, Cloud. Hab grad an dich gedacht. Na dann. Hier, bitte. Mehr Materia. Gute Arbeit, Herr Alleskönner. Ah. Und weil du so toll warst, noch was extra. Ich denke, das reicht. Na gut, morgen Abend schon was vor. Da hab ich nämlich sturmfrei. Ja, schön für dich. Kannst du jetzt bitte loslassen? Mach ich, aber nur, wenn du kommst. Träum weiter. Verstehe. Sieht ganz so aus, als bräuchte ich einen neuen Plan. Träum süß. Junge, der steht nicht auf dich. Der steht auf Tifa. Von Sauerkraut. Die Nachrichten vom Reaktor gehen mir einfach. Die ehemaligen Angestellten. Ah, ist Jesse. Ja, Biggs. Oh, Cloud. Schön, dich zu sehen. Wo ist Wedge? Zu Hause.
Ah, das freut mich zu hören. Wir sollten alle gut schlafen. Morgen ist ein wichtiger Tag. Sah den Plan schon scheitern, als Wedge meinte, er sei angeschossen worden. Vor Barrett hätte ich das nie verantworten können. Schließlich sind wir ohne sein Wissen auf die Platte gegangen. Aber wir hatten auch nicht wirklich eine Wahl. Ging schließlich um Jesse. Bix. Jesse bastelt jetzt vermutlich die Bombe. Ob sie die überhaupt rechtzeitig fertig kriegt? Vielleicht sollte ich ihr helfen gehen. Beruhig dich. Hm? Boah, er steht aber auf Jesse. Er steht auf Jesse. Aber ich habe da so ein mieses Gefühl. Sowas wie eine seltsame Vorahnung. Verstehst du? Nein. Denk an Slum-Regel Nummer 1. Hast recht. Gute Nacht. Dir auch. Vielen Dank für alles, Cloud. Slum-Regel Nummer 1, ab ins Bett. Machen wir jetzt auch. Ob es hier noch Viecher gibt, die ich machen kann? Wahrscheinlich eher weniger, oder? Quatsch, das hast du dir nur eingebildet. Kann ich nämlich eventuell? Bist du dieser Alleskönner? Na, hoffentlich fahren die Züge morgen endlich wieder. Wieder gucken gehen. Du bist doch dieser Schaden hier, wenn wir Marco benutzen. Hier treibt sich so ein Typ rum. Wenn die Stromversorgung zusammen, der wird mich doch nicht schon. Kann ich da rein? Und die Tür verschlossen. Alles gut. Dafür, dass die Tür verschlossen ist, stehen aber ganz schön viele Leute vor. Was ist mit den Verbrechern? Bleib nur abwarten und Tee. Wir gucken, ob da noch Schimmer rumfliegen oder Käfer oder was auch immer. Machst du eigentlich nie Feierabend? Übernimm dich nur nicht, du Arbeitstier. Hier ist nix. Komm, aber Kisten stehen hier wieder. Ah, guck mal da. Armselig. Ah, das Problem ist. Okay. Jetzt. War okay. Okay, wir sehen uns gleich vor dem. Ja, vor der Tür wieder. Tee trinken. So, wir sind wieder auf dem Weg zurück. Sag mal. Ich wollte eigentlich gucken, ob da Viecher sind, die man töten kann, um den Schockzustand zu erhöhen. Was nicht funktioniert, weil die Viecher tatsächlich vorher sterben. Bevor ich das schaffe, denen den Schockzustand zu geben. Lustiger an der ganzen Sache ist, du kannst da PXP farmen, weil jedes Mal, wenn du da rumrennst, auch willkommen! Mein Sortiment ändert sich je nachdem, wie die Lage gerade so ist. Weil die tauchen immer wieder auf und kannst du FP und so sammeln. Hier. Ja. Bei all dem Trubel kann man ja. Du bist doch dieser neue Super. Gehen wir mal nach oben. Vielleicht mal tiefer rein. Es ist schon spät. Dann den. Bis zum nächsten Tag schlafen. Ausruhen. Bis zum nächsten Tag schlafen. Ja? Warst ziemlich lange weg? Nur spazieren. Aha. Weißt du, ich habe Johnny getroffen. Er sagt, er verlässt die Stadt. Hm? Ah, der Typ. Was machst du? Bleibst du denn noch eine Weile hier? Eine alte Freundin steckt in Schwierigkeiten.
Ich helfe ihr. Das muss ich. Hab's mal versprochen. Damals hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es so schlimm wird. Willst du vielleicht reden? Ich bin da. Wie? Sie sind so süß zusammen. Oh, Mann, ey. Was ist denn mit dir los? Wieso? So einfühlsam kenne ich dich gar nicht. Ist das schlecht? Mm-mm. Im Gegenteil. So machst du Marlene auch keine Angst mehr. Jedenfalls bin ich erleichtert, dass du wieder da bist. Aber jetzt bin ich müde. Ich gehe besser ins Bett, auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht reden würde. Okay. Schlaf gut, Cloud. Du auch. Tifa. Der Junge ist doch verknallt und weiß es nicht mehr. Katastrophe. Was kommt denn da an? Da sind die Schicksalsmäuren. Weil es nicht so läuft, wie es eigentlich im Original geplant ist, dass er mitgeht und nicht der sie. Im Original geht ja er mit. Aber da er... Vergiss all deine Sorgen. Cloud! Was ist los? Schnell! Komm mit! Wir wollten gerade aufbrechen, als die plötzlich auftauchten. Und jetzt? Barrett und Jesse kämpfen, aber lange geht das nicht gut. Nichts wie hin. Ja. Die tauchen auf, weil nicht alles so funktioniert, wie es im Original ist. Und die sorgen dafür, dass es genau so passiert, wie im Original ist. Da ist er. Bringt das überhaupt was? Schluss mit lustig! Nein, runter! Es gibt einen, den musst du töten. Kein Problem. Los! War es das? Das hoffe ich jedenfalls. Jetzt! Das gibt's doch nicht! Na? Bis hier und nicht weiter. Es tauchen immer mehr auf! Ja, wenn wir den richtigen nicht töten, ist das Problem. Das sollte reichen. Das nimmt kein Ende. Das war's! Los! Ja! Was sind das für Kreaturen? Sie werden durch Berührung sichtbar. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. Nicht mal ein Soldat weiß was über sie. Ich weiß, dass man sie töten kann. Oh nein! Nicht schon wieder. Gibt's noch einen Weg? Ja, hier lang. Na, eigentlich gibt's die ja gar nicht im normalen ja, also Final Fantasy. Ich hab das Gefühl, aber die wollen halt, wie gesagt, alles so machen, dass es halt Cloud, im Original passiert. Und im Original, wie gesagt, geht ja Cloud eigentlich mit nach... Das muss ein Albtraum sein. Die überschwemmen die Slums ja regelrecht. Geh mir nicht unter. Ich bleib nicht hinter dir. Und da Cloud nicht mitgeht zum Reaktor, müssen die halt jetzt irgendwas machen, dass statt, weiß ich nicht, Jesse, Reg, irgendeiner von denen, halt er mitgeht, weil das ist ja eigentlich im Original vorgesehen, dass er mitgeht. Barrett! Es sind so viele! Jesse! Barrett! Na endlich! Es werden immer mehr! Verdammt! Haltet durch! Cloud! Ich komme! Weg da! Und tschüss! Das sollte reichen. Das war's! Hoppi, Mann, ja. Kann ich die ATB-Leiste von denen aufladen? Das wäre ja gerne mal. Was zum...
Da, ein tierisches Wesen. Das müssen wir töten. Was macht es jetzt? Das sollte reichen. Das müssen wir nämlich auf aufladen. Genug. Und tschüss. Los. Was zum? Eigentlich finde ich nur, dass ein tierisches Wesen haben. Schluss mit lustig. Ja. Geht doch. Oh, jetzt machen wir es. Müsste ja einen dazu gezählt haben. Jetzt noch, Jesse? Was ja? Oh nein! Jesse! Verdammt! Und damit der Jesse jetzt den Knöchel gebrochen hat oder verstaucht hat, kann sie nicht mit. Also muss Cloud mit. Jesse! Bist du verletzt? Ich schusse. Autsch! Vorsichtig! Was sollte denn das bitte? Hier gibt's nichts zu kaufen, verdammt! Tja, was waren das denn überhaupt für komische Viecher? Die Gavin. Naja. Die Cloud euch drüber informiert hat und du nicht geglaubt hast. Schönen Dank auch, Shinra. Alles okay? Das würde ich ja gerne behaupten, aber... Sonst bin ich nicht so ein Tollpatsch. Es tut mir wirklich leid. Ach was. Cloud kann man nur lieben. Oh Mann, ey. Bist du etwa verletzt, Jesse? Bist du in Ordnung? Jetzt übertreib mal nicht. Ich bin topfit. Naja, trotzdem solltest du dich ausruhen. Quatsch! Der Fuß ist gebrochen. Und ruhst dich aus. Wie? Und was ist mit der Mission? Bix ist doch längst im Reaktor. Es gibt jetzt kein Zurück mehr, Barrett. Ich mach deinen Teil einfach mit. Das wird ja immer besser. Mach dir keine Sorgen, Jesse. Ich springe für dich ein. Cloud, wärst du einsatzbereit? Das kostet aber extra. Am Geld soll's nicht scheitern. So, Cloud ist dabei. Dann weiter nach Plan. Pass mir ja gut auf meine Leute auf. Wedge, du bleibst hier bei Jesse und Marlene. Wie? Aber ich kann doch mitkommen. Du musst sie beschützen, Wedge. In Ordnung? Gott, die sind alle so sympathisch. Oh, Himmel. Alle wissen, was zu tun ist. Unser Ziel ist Reaktor 5. So, na da geht eigentlich die Original Final Fantasy weiter. Das alles davor war ein bisschen. Hier hast du dein Geld. Vorgeplänkel. Mehr als genug sein. Vorgeplänkel, beziehungsweise, Spielstreckung. Soldat, ich zähle auf dich. Was ich nicht so schlimm fand, das war jetzt nicht so schlimm. Hey, Kumpel! Hier für dich! Kriegt derjenige, der beim Dartspielen einen neuen Highscore aufgestellt hat. Nimm schon! Wenn die Mission vorbei ist, sollten wir alle mal eine Runde Darts spielen. Jetzt verpasse ich schon wieder einen wichtigen Auftritt. Vielleicht ist das ja meinem Lampenfieber zuzuschreiben. Gebt immer ein nächstes Mal. Ach, versuchst du etwa, mich zu trösten? Danke, Cloud.
habe ich denn jetzt für eine Materie? Warte mal. Okay, er hat's. Okay, es hat gezählt. Okay, gut zu wissen. Wir haben eine Materie gekriegt. Glücksboost. Okay, da wir alle drei mit haben. Barrett kriegt dann Knorkator. Da ich weiß, dass wir eventuell Karfunkel, ja. Achso, ich muss gerade mal gucken. 2. Da, Barrett hat nur einen. Habe ich noch einen Reifen mit 2? Ah, ja, nein. Doch, da. Stern. Ah. Warte mal, ist der schlechter? Natürlich, boah, ist der schlechter. Schinderinde. Ungeheuer sollen aufgetaucht sein. Hoffentlich sind sie wieder weg. Puh. Auf in den Kampf. Komm schon tiefer. Atme mal tief durch. Wie? Du wirkst angespannt. Hast recht. Okay, geh. So, was müssen wir jetzt mal machen? Was? Ich brauche neue Reifen. Den kann ich auch im Dings kaufen. An dem Laden. So ein Riesentumult. Und das weißt du, wann er die... Was ist denn falsch daran, Marco zu benutzen? Avalanche gehört. Alter! Angeblich wollen ein paar... Entschuldigung. Ich glaube, ich esse heute einen Slug. Vor so einer Bombe. Hast du die Nachrichten gesehen? Aua, das weiß ich selbst. Entschuldigung. Auf, Mama. Wenn die Reaktoren zerstört werden. Das Problem an der Sache ist, wir haben bei Chatley halt noch keine... Hallo, Cloud. Deine Fähigkeiten sind wirklich bemerkenswert. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Ja, das Problem an der ganzen Sache ist halt... Auf weitere Daten zu ich wäre hier am liebsten fertig gewesen mit dem Kampfberichten von ihm, weil wir den halt Ewigkeiten nicht mehr sehen. Da seid ihr ja. Das Problem... Sobald wir im Zug sind, beginnt der Einsatz. Bist du für alles bereit? Ja, genau mein... Bix, er hat bestimmt schon angefangen. Wir müssen die Zeit wieder aufholen. Und verschieben geht nicht? Weißt du, wie viele bei der Aktion involviert sind? Die lässt sich nicht einfach so verschieben. Au! Und die Bürger haben wir auch schon gewarnt. Im Kampf gegen Shinra zählt jeder Tag. Ist alles deren Schuld. Wir ziehen das durch. Hey, ich hab die Fee abgeschlossen. Sehr geehrte Fahrgäste, dies ist eine Durchsage von Shinra. Die Terrorzelle Avalanche hat heute mit einem weiteren Anschlag gedroht. Aufgrund der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Marco Reaktor 5 kommt es momentan zu erheblichen Fahrplanstörungen. Den Bahnhof von Sektor 4 erreichen wir deshalb mit einiger Verspätung. Unser Ziel ist Reaktor 5. Vom Bahnhof aus schleichen wir uns durchs Wohngebiet. Dann dringen wir in das Gebäude ein und gehen vor wie beim letzten Mal. Wir suchen den Reaktorkern. Genau. Und jagen den Laden in die Luft. Jesse und Wedge fehlen zwar, aber wir packen das schon. Okay. Klar. Naja, wir schaffen das schon. Der Zug ist wie leergefegt. Unsere Warnung hat ihre Runden wohl etwas zu früh gemacht. Als Gruppe fallen wir auf. Ihr bleibt hier.
Kann ich zurück? Nee, kann ich nicht. Wollen wir mal tiefer reden? Cloud! Wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das ist der erste. Warum so besorgt? Irgendwas lässt mir keine Ruhe. Ich weiß auch nicht warum. Kannst du im anderen Abteil vielleicht mal nach Barrett sehen? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn. Wieso das? Barrett ist vor solchen Einsätzen immer ziemlich angespannt und geht den anderen Fahrgästen vermutlich ordentlich auf den Geist. Lass ihn einfach. Ach bitte, Cloud. Tu mir den Gefallen, ja? Ach, bin gleich wieder zurück. Danke. Oh, was Barrett macht? Oh, da sitzt wieder der gleiche Typ. Ist das zum Selbstschutz gedacht? Sollte man alle festnehmen, die von Avalanche. Das ist der gleiche Typ. Seit der Ankündigung herrscht in allen Abteilungen Chaos. Die Leute haben Riesenangst. Aber ich, nein, wir werden weiterkämpfen. Die Reaktoren stehen niemals still! So, so. Was ist? Sehen Sie das anders? Klar sieht er das anders. Ich das anders sehe. Worauf du ein... Tun wir nicht. Feige Sache. Willst du, dass wir auffliegen? Hm? Was soll man denn da liegen? Schon wieder heilen, ey. Ich wüsste nicht, was wir zu bereden hätten. Ich wüsste nicht, was wir zu bereden hätten. Warte mal, ich kann hier durch. Du sollst bei Tifa bleiben. So, ja, ist ja gut. Was ist mit Tifa? Lass sie nicht hängen, okay? Außerplanmäßiger ID-Scan. Hm? Wieso was soll das? Außerplanmäßiger ID-Scan. Unbestätigte IDs entdeckt. Alarmzustand ausgelöst. Zu Ihrer eigenen Sicherheit beginnen wir nun mit einer Personenkontrolle im ganzen Zug. Nein! Was los? Mir nach! Es war doch klar, dass die denken, die kommen mit dem Zug. Hilf den Leuten hier, Cloud! Verstanden. Das war doch eigentlich klar. Ab ins vordere Abteil! Ich hab solche Angst! Mach Hilfe, wenn dir was an deinem Leben liegt! Jawohl! Okay, Schock haben wir. Was soll das werden? Im nächsten Abteil sind Sie sicher. Aber wir sind doch Feinde. Oder etwa nicht? Sind wir nicht. Wir möchten Sie alle beschützen. Bitte. Er weiß, dass Sie von Avalanche sind. Wir schaffen das. Das nimmt kein Ende. Scheint wirklich kein Ende. Bleibt nur eins. Hm? Am Bahnhof werden wir erwartet. Wir springen. Bei voller Fahrt? Wir ziehen die Notbremse. Wir
genau wie in Vicks Plan E. Lass bitte niemals nachmachen, auch wenn das bei unseren Zügen nicht funktioniert, dass man die Türen einfach so aufmachen kann während der Fahrt. Aber nicht nie machen! Tiefer! Mein Gott, da wird man ja fast neidisch. Oh, da kommt der ganze Armee an. Tifa, bereit? Na klar. Da kommt eine ganze Armee. Keine Chance. Ich habe nicht genug trainiert. Alles geht. Okay, Hammer. Keine Chance. Es ist auf. Bringen wir es hinter uns. Zack. Das ist bestimmt Barret. Mal hier gucken. Guck mal da. Hoffen, es ist nichts drin. Aber hinsetzen ist. Okay. Obwohl, hinsitzen brauchen wir, glaube ich, nicht. Gehen wir mal zu Barret. Vielen Dank übrigens, dass du gerade mit mir gesprungen bist. Kein Problem. Warst ja keine schwere Last. Last? Ich bin doch kein Sack Kartoffeln. Alter, der hat Sprüche drauf. Oh. Ja, das bitte auch niemals machen, wenn es geht. Und zwar auf die Gleise laufen, bitte, wenn ihr euer lieben Leben ist. Auf die Gleise laufen ist, geht gar nicht. Macht man nicht. Köstlich, köstlich. Dem Tod einfach mal so von der Schippe zu springen. Sir. Wirklich lästiges Ungeziefer. Und der Dritte ist auch noch am Leben? Ist umstellt. Gewährt den Dreien ein Wiedersehen. Sir, zu Befehl. General Heidegger. Der Arsch vom Dienste. Ich weiß nicht, wen ich schlimmer finde. Die Frau im DC oder ihn? Ich glaube, es gibt eine einzige sympathische Person bei Shinra. Und die lernen wir auch noch kennen. Nicht da vorne wieder eine Materie. Oh Gott, ey. Da sind sie! Wir haben die Leute mit den falschen Reihen. Ist der eine Materie? Bitte genau Verstärkung! Gewitter! Von der Feind ist geschwächt. Jetzt warte! Bringen wir es hinter uns! Nachschlag! So darf's weitergehen. Nee, hier ist finde doch ich kein... auch. Mal gucken. Okay, hier ist auch nichts. Wie viele haben wir jetzt? 15, 7. Oh Gott, ey. Was ist denn Barret? Sind fast da! Schnell! Da drüben! Barret! Tifa! Ich hab mir schon Sorgen gemacht! Haltet euch! Ja, nimm die Treppe da! Ah, okay. Wir müssen schnell zu ihm. Ja. Ihr werft den Geschoss fallen! Ich reiß euch eure quietschenden Ärmchen eins nach dem anderen aus! Dann sollten wir zu ihm kommen. Barret scheint Spaß zu haben. Oh nein, er sitzt fest! Beeilung! Barret! Da seid ihr ja endlich! Wir haben die drei Verdächtigen lokalisiert! Allesamt festnehmen! Verzögert!
Da also! Da geht noch was! Feuer frei! Bringt mir die Köpfe zum Rauschen! Sergeant! Da fliegen die Augen aus dem Schädel! Was denn, Herr Schatz? Genau. Na also. Genau so. Wie schmeckt dir das? Nichts passiert. Schneller. Genau wie geplant. Schuss ist auf. Da. Alles klar? Ob wir unsere Verfolger abgeschüttelt haben? Nein. Na klar, was denkst du? Nein, wir sehen jetzt keine... kurz die Lage und dann geht's weiter im Text. Ich sehe auch keine Kamera oder so. Wir machen mit Plan E weiter. Schieß los. Ursprünglich lief alles nach Plan A. Der sah vor, dass wir vom Bahnhof sofort zum Reaktor gehen. Zum Bahnhof haben wir es leider nicht geschafft. Ist aber egal. Für diesen Fall gibt's Ausweichpläne. Und zwar je nach Entfernung vom Reaktor Plan B, C, D und so weiter. Bis wohin geht's? Bis E. Ganz schön knapp. Genial, was? Wir waren in Linie 4. Die verbindet den Hauptpfeiler und Sektor 4 miteinander. Wir sind jetzt hier. Und neben uns die Gleise zu Reaktor 5. Wir folgen also erstmal den Gleisen in Richtung Reaktor. Allerdings gehen wir nicht mehr bis zum Bahnhof. Wir biegen unterwegs ab. Nach dem Zwischenfall im Zug gerade würden wir sonst sicher einer kleinen Armee in die Arme laufen. Hier lang. Jetzt läuft auch nochmal alles nach Original ab. Unsere Leute in Sektor 5 haben die Route markiert. Macht euch keine Sorgen. Das wird schon. Ganz sicher. Also schnürt die Schuhe und spurtet brav los. Ja, wir steuern dem Höhepunkt entgegen. Die Phase tritt etwas früher ein, als wir geplant hatten. Sehr wohl. Es wird alles so laufen, wie von Ihnen gewünscht. Ja, seien Sie ganz unbesorgt. Genau. Sir, die Analytik kommt mit der Untersuchung gut voran. Aber die Verluste sind zu groß. Wir müssen... Hab ich euch etwa dafür anstellen lassen? Damit ihr mir euer Leid und eure Sorgen klagt? Ha? Sir. Verluste, sagst du? Die interessieren mich nicht. Gardisten gibt's schließlich im Überfluss. Wenn dir die Männer ausgehen, dann hol einfach Nachschub aus Sektor 3 hinzu. Muss man euch denn hier jeden Gedankenschritt einzeln vorkauen? Nein. Je dümmer das Volk, desto schwerer hat's der Thron. In dieser Hinsicht hat der Direktor es eindeutig besser. Schließlich kann er sich auf mich verlassen. Ich behagte nicht, ihr so unsympathisch. Und ich sag mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!